Jo Leute, hier ist euer Ray und nein, ich bin nicht alleine. Ich habe unseren Stargast dabei, den lieben Goldschuss. Einen Applaus, meine Freunde. Hallihallo Leute. Ja, ich, Goldschuss, darf heute hier mitkommentieren. Und einige von euch kennen mich vielleicht schon. Und die, die mich noch nicht kennen, die werden mich gleich kennenlernen. Jo, ich mache ganz noch was zum Thema Tony, der Meister, der Boss, der King, der Donald Capone. Unser Whisky-Saufmeister. Jedenfalls, der liebe Donet, sein PC hat einen Hardware-Schaden. Ich habe keine Ahnung, wie der Profi das wieder hinbekommen hat, aber Donet und PCs, das geht generell gesehen nie gut aus. Und sein Computerprofi, aka seine Schwester, die schaut sich das jetzt mal an, ob sie da irgendwas dran richten kann. Auf jeden Fall versucht er so schnell wie möglich wieder da zu sein für euch. Solange werde ich das halt übernehmen. Und jetzt darf der liebe Goldschuss sich erstmal vorstellen. Ja, also Leute. Mein Ingame-Name ist Goichus, eigentlich mit einem kleinen I anstatt einem großen L. Das hat mit gewissen Registrierungsbedingungen hängt das zusammen. Und ich spiele schon seit der Season 1. Für die, die noch nicht so lange gespielt haben, das ist zur Orientierung etwa dann, als die Twin Blades rausgekommen sind und der Captain Mode. Ich bin im Moment Mitte Semi-Pro, Level 56 oder 57 und ich habe auch vor, demnächst auf den Pro-Rang aufzusteigen. Und um das zu schaffen, will ich wieder mehr zocken. Also seit ein paar Wochen zocke ich eigentlich wieder aktiv S4. Und ich suche dann noch Leute, die mir ein bisschen dabei helfen. Weil das Spiel alleine zu spielen mit irgendwelchen Leuten im Raum, die man nicht kennt, macht viel weniger Spaß. Und deswegen findet ihr dann in der Beschreibung auch ein Link zu meinem Kanal, beziehungsweise zu dem Video, das ich da hochgeladen hatte. Bei dem ich bereits zum Zocken aufrufe. Ihr kriegt dann Skype und so. Und ja, da sind dann natürlich auch Mikrofone oder sowas ähnliches zu empfehlen, damit wir auch zusammen telefonieren können. So macht meiner Meinung nach am meisten Spaß. Jo, jetzt machen wir ganz kurz noch den lieben Goldi, den kennt ihr ja die ein oder anderen durch die etwas bekannte S4Leech-Serie Raibaru. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Ich habe es selber gesehen, ich fand es wirklich genial. Und der liebe Goldi, der war da auch so ein Hauptdarsteller, wurde aber nicht bezahlt dafür, so eiskalt, ne? Ja, immer besser. Immer diese First World Schauspieler-Probleme, ne? Ja, das ist furchtbar. Ich kenne das genauso. Jedenfalls, und Goldi, was machst du denn so auf deinem YouTube-Kanal so? Ja, also ich habe eigentlich zwei YouTube-Kanäle. Einen God of Gold, den Hauptkanal, und einen S4L-Goldschuss, der, wie der Name schon sagt, für S4League-Videos zuständig ist. Videos an sich lade ich an sich keine Gameplays oder Commentaries hoch, so wie unser lieber Ray das jetzt macht, sondern ich habe mehr mit Remixen zu tun. In der YouTube-Kultur werden die YTPMVs genannt. YouTube Poop Music Video. Und das ist so ein Beat, der unter das Video gespielt wird und der Sound von S4 wird dem Beat angepasst, so dass mein Video diesen Sound mitspielt. Und dadurch ergibt dann sich ein ziemlich musikalisches Gemix, das sich aber sehr geil anhört. Also, das kann ich euch auch mal empfehlen, das anzusehen. Ich bin anscheinend so ziemlich der Einzige, der das für S4 macht. Ja, ich habe mir auch schon das ein oder andere angesehen. Ist wirklich mal was für zwischendurch, kann man sich gerne mal geben. Was sind denn so deine Ziele für YouTube? Willst du noch irgendwas Besonderes erreichen? Irgendwelche Sachen, die du noch vorhast in Zukunft? Also YouTube-mäßig will ich nicht wirklich viele Ziele erreichen. Ich habe lediglich einfach den Wunsch, dass meine Videos gesehen werden, von mir aus auch weiterverbreitet werden und vor allem, dass sich Leute darüber freuen können. Und ich finde, S4 kann ein bisschen mehr Kreativität vertragen als nur, ey, Station 2 Jump Video. Ja. Ja, dadurch hat uns wieder eins gesehen, das war total professionell. Das war grauenhaft. Ja, das ist doch wie alle S4 Jump Videos, total professionell, viel Edit. So, dass man zwar nichts mehr erkennen kann, aber scheiß drauf. Einfach Jumps zeigen und der King sein, ne? Dann kommen wir auch mal zum Hauptthema. Eigentlich kommen wir direkt zum Thema Ferien, aber erstmal kurz davor kommen wir doch direkt mal zu dem, was vor den Ferien so los war. Und zwar, dass Pro7Sat1 Aeria aufgekauft hat und die S4Leech-Server transferiert wurden und dann alles den Bach runterging, obwohl es davor genauso scheiße war. Ja, das ist ja auch so ein Klischee, das ich gerne ab und zu mal in den Foren lese. Da beschweren sich Leute oft bei Aeria, sagen, das war alles scheiße und das war bei Pro7Sat1 viel besser. Aber eigentlich gehört alles immer noch Pro7Sat1, weil die haben es ja aufgekauft. Das heißt im Moment nur Aeria Games. Und seid mal ehrlich, Leute, für die, die es schon vorher spielen, es gab schon immer Serverprobleme. Ob jetzt bei Pro7, bei Aeria oder bei Alaplaya.
Und wer sagt, ja, die Probleme gibt's nur bei Eria, der ist ein Heuchler. Sorry, aber mal ehrlich. Das will ich mal nur gesagt haben. Die Sache ist auch jetzt die, gerade am Anfang dieser Migration sind ja auch viele Accounts verloren gegangen. Leute, das liegt erstens daran, dass man eigentlich hätte damit rechnen sollen, dass gedosen wird. Das ist die Sache, wer es nicht weiß, was gedosen ist, Kollege was nicht, hat es mir auch persönlich erklärt, weil er sich damit auskennt. DDoS heißt, dass an euch anscheinend sehr viele Packets gesendet werden, also sprich, euer Internet wird einfach so langsam gedrosselt, dass da gar nichts mehr läuft. Das heißt, Ping von ein paar Millionen oder so, irgendwas in der Richtung. Wenn ich jetzt falsch liege, dürft ihr mich gerne in den Kommentaren eines Besseren belehren, aber so ungefähr, wie es mir das merken können. Und jedenfalls, direkt als die Migration hier offen war, da sind ja die tausende Leute dahingeströmt, haben das direkt gemacht, anstatt so ein bisschen abzuwarten. Und dadurch sind ja gleich mal die Hälfte der Accounts weg gewesen. Und ich muss auch sagen, ich habe mit Veralus, das ist der deutsche GM, ein bisschen geredet, ein bisschen geschrieben in der Shoutbox. Und er meint ja auch, die hocken an den Tickets und die haben massenhaft an Nachfragen. Das ist wirklich brutal und die versuchen auch so schnell wie möglich da irgendwas zu machen. Die hocken da teilweise nachts noch dran und morgens und alles. Das hat man gesehen, dass die wirklich ihr Bestes geben, das so schnell wie möglich zu beheben. Und sie dafür so fertig zu machen, das ist halt schon ein bisschen extrem. Ich meine, die geben sich Mühe, die hocken daran, das ist ja auch ihr Job immerhin. Aber ich habe da wirklich teilweise in Foren gelesen, wie die so meinten, einen auf drauf machen zu müssen. Ich meine, Leute, S4 ist auch nicht alles. Ich meine, wenn ein Spiel jetzt mal für ein paar Wochen nicht geht, dann ist es auch nicht der Weltuntergang. Was ist deine Meinung dazu, Goldi? Ja, also ich sehe das ja eigentlich genauso. Wobei, ich habe die Story ein bisschen anders mitgekriegt. Die Accounts, die verloren gegangen sind, waren nicht die Main-Accounts, die vor der Migration schon da waren, sondern es gab Leute, deren Account konnte nicht erfolgreich migriert werden. Und dann haben sie sich einen neuen Airy-Account gemacht und haben trotzdem mit dem schon mal einen neuen Charakter angefangen oder so. Und dann hat aber später die Migration endlich geklappt und dann wurden die fusioniert und dann wurde sozusagen der alte Spielstand auf den neuen überschrieben. Das heißt also, dass die den Account neu angelegt haben, haben ihren Charakter natürlich verloren, weil wenn die Migration geklappt hätte, hätte dieser Account nie existiert. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist sowas sehr verwirrend wahrscheinlich ausgedrückt für unsere jüngeren Leute. Belassen wir es dabei, dass halt Migrationsprobleme waren, da Eria sich immer noch Mühe gibt, diese so schnell möglich zu beheben, weil ich glaube, ein paar Accounts sind jetzt immer noch nicht ganz migriert, aber der Großteil ist doch schon fertig anscheinend. Ja, also ich lese zumindest, wenn ich durch das Forum schaue, lese ich eher weniger noch von Migrationsproblemen als schon noch vor 2 Wochen. Ich meine, das eine ist die größte Problem, ist halt noch diese ständigen Serverabstürze, aber das liegt auch großteils daran, dass Aerie momentan viel gededost wird auch, das hat GM Ferulus selber geschrieben im Forum mal. Aber gut, sie sind am Beheben, aber gegen DDoS sich schützen, weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist. Kollege meint, das ist eher schwer. Gut, also das Problem hat ja nicht nur Aeria. Nach dem, was ich gehört habe, werden ja auch andere bekannte Spiele gedDoS'd. Also ich habe das schon von League of Legends gehört und von anderen Providern wie Blizzard oder Frogstar. Die haben offen an sich, anscheinend haben sie alle DDoS-Probleme. Ich verstehe auch gar nicht, warum Leute Online-Games DDoS'en. Macht nicht mal wirklich Sinn, aber wenn es ihnen Spaß macht. Ja. Dann kommen wir doch zum Thema Ferien. Bei mir ist es so gerade so noch der Anfang der Ferien. Danach bin ich in meinem letzten Jahr meines Fachabiturs und habe ich das auch endlich hinter mir. Danach kommt mein tolles Studium, wird ja noch besser. Oder vielleicht eine Ausbildung, je nachdem. Und der Goldi, dem seine Ferien sind leider schon zu Ende. Ja. Ey. Naja. Ja, also, wie er es bereits gesagt hat, meine Ferien sind zu Ende in dem Sinne, dass ich mir selber ausgesucht habe, wann ich meine Ferien genommen habe. Ich habe nämlich nur eine Woche genommen und bin dazu ins Musiklager gegangen. Und ich spiele nämlich ein Instrument, ja, oder ich zocke ein Instrument, für die, die es so wollen. Ich arbeite halt und habe deswegen nur begrenzt Ferien pro Jahr. Nur irgendwie 5 oder 6 Wochen. Also das, was bei euch die Sommerferien sind, sind für mich die Ferien für ein ganzes Jahr. Und den muss ich mir halt irgendwie einteilen. Und da habe ich jetzt halt eine Woche auf die letzte gesetzt. Und bin dort, habt ihr auch gleich genutzt für das Musiklager, das wir dann mit unserem Orchester hatten. Aber trotzdem, das heißt nicht, dass ich nie Zeit zum Zocken habe, weil ich am Arbeiten bin oder so. Ich kann abends immer noch online kommen. Oder am Wochenende. Gut, ich habe den Vorteil, ich darf noch meine schönen Sommerferien genießen. Könnten meine letzten sein, ich hoffe es mal noch nicht. Ich finde Sommerferien sind was Schönes. Aber gut, kommen wir mal so zu den Ferienplänen so ein bisschen.
ich in meinen Ferien habe ich jetzt relativ viel geplant. Ich bin momentan dabei, HTML und C++ zu lernen, also Codesprache und Webseitensprache, damit ich selber Webseiten bearbeiten kann. Und zwar mein Vater hat zwei Bands und deren Webseiten sind unter das Niveau, sagen wir es mal so. Ich habe eine schon mal bearbeitet, ist jetzt aber nicht so burn-off geworden. Es war so vor einem Jahr in der Richtung. Und jetzt bearbeite ich dann bald wieder die zweite. Meine Mutter war gerade in meinem Zimmer, aber war so lieb, nichts zu sagen, um die Aufnahme zu stören. Finde ich sehr positiv anscheinend. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr euch in den Ferien noch auf ein paar viele Videos freuen. Und ich werde natürlich auch, das ist ein kleiner Aufruf an euch alle, momentan bin ich wirklich dran, ich möchte Commentaries machen mit mehr Leuten als nur mit meinen Kollegen. Ich meine, die sind immer da, mit denen kann ich immer was machen, das ist einfach kein Problem. Schreibt mir doch bitte eure S4Leach-YouTuber oder S4Leach-Spieler, die ihr gerne in einem Commentary sehen möchtet. Die werde ich dann natürlich auch gleich mal anschreiben und fragen, ey, yo, hast du Lust auf was? Momentan bin ich dran, mit wem auf jeden Fall nochmal was kommen wird, wird mit dem lieben Ilias sein, falls er sich mal dazu bewegt. Dann mit dem lieben Samu, aka Ella Black oder Essa Black, der wird auch noch was machen. Dann werde ich vielleicht mit Hans was machen, weil Hans ist einfach so Burner, finde ich, der Kollege, der weiß, was läuft. Und dann werde ich mal schauen, was noch so abgeht. Und Goldie, willst du auch noch so irgendwie was bringen? Ja, also das hört sich ja an, als hättest du noch viel zu tun oder noch viele Pläne für die Zukunft. Das ist ja schon mal gut. Und wenn ich damit, und ich bin eigentlich froh, wenn ich sozusagen wie ein Stein in diesem ganzen Haus setzen konnte und auch Teil der Serie bin. Und auf jeden Fall darf ich jetzt auch wieder bekannt geben, ich hoffe mal, dass der S4Leach-Server jetzt mal in nächster Zeit wieder bergauf gehen. Und das heißt, ab nächster Woche Samstag, das wird der, das war ein Datum heute, ist der 11.8. Das dürfte dann der, kann das irgendwie doch, der 13., das ist der Samstag diese Woche, wird wieder die Open Lobby steigen. Vielleicht ist Goldie dann als Starring Guest dabei, wenn er Zeit hat. Ja, es würde mich freuen. Ab jetzt werde ich versuchen, Open Lobbys auch generell aufzunehmen und vielleicht mal so das Best-of hochzuladen, wenn irgendwas Geiles dabei ist. Aber eigentlich habe ich immer wieder irgendwelche Vollpfosten drin, die dann wieder ihre Aktion bringen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt gut bei Minuten sind wir kurz vor 13 Minuten. Ich würde sagen, damit neigt sich das Kommentar jetzt auch dem Ende zu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir wie immer eure Ideen, Wünsche und so weiter. Und natürlich auch die Leute, mit denen ihr Kommentare sehen wollt, in die Beschreibung. Ich lese mir dann, in die Kommentare, nicht in die Beschreibung. Das war es wieder grenzdämlich von mir. Ich werde es mir dann natürlich total durchlesen und geben und euch auf Facebook überall die Antworten reindonnern. Und für die Leute, die mir jetzt immer mal wieder auf Facebook schreiben, sie wollen Doné sehen, ich habe es euch am Anfang gesagt, das kann sich in die Länge ziehen. Ich helfe ihm, wo ich kann, in seinem Zeitplan irgendwie, was zumindest das Beantworten eurer Fragen an mir geht. Und ansonsten, wie gesagt, ihr wisst, mein TS ist immer noch offen, jeden Tag, generell immer da. Ihr könnt kommen, wenn was ist und mich anflamen, ihr könnt mich beleidigen, wenn ihr wollt. Nein, Spaß, dann werdet ihr wahrscheinlich denken, permanent kassieren. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen und damit verabschiede ich mich jetzt für heute. Der liebe Dolly kriegt das Abschlusswort. Und ich verabschiede mich ebenfalls und damit bis zum nächsten Mal, falls es ein nächstes Mal für mich geben sollte. Und wenn ich nicht da bin, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Bye, Leute. Adios, mi amigos. See you next time. Ich werde auch seinen Kanal und wahrscheinlich auch seine Story in die Beschreibung donnern, falls irgendjemand dazu fähig ist, die Beschreibung zu lesen. Was anscheinend bei YouTube nicht wirklich sonderlich passiert. Und da ist das Telefon, meine liebe Freunde. Und das ist meine Großmutter, die meine Mutter auf den Nerven gehen möchte. Kein Problem, ich übernehme an dieser Stelle kurz. Also theoretisch kann ich dazu noch sagen, dass ja die Beschreibung lesen. Das ist ja so eine Sache, wenn YouTube immer sein Layout ändert, dann hat man damit natürlich Probleme. Aber zum Glück befindet sich wenigstens die Beschreibung immer unter dem Video, wo ihr sie findet. Doch, so. Nach einer Geschichtsstunde mit dem lieben Goldschuss und ich und meiner Telefoniererei bin ich nun auch wieder fertig und meine... Nee, das war das Telefon meiner Oma, das hört man zum Glück hier nicht. Doch, heute lasst du deinen Flug auf mir. Naja, weiter geht's. Was steht noch sonst auf... Was steht noch so auf unserer Liste? Warte mal ganz kurz. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mein PC hat mich ziemlich verarscht gerade eben. Ach so, was ist passiert? Mein
Minecraft hat nicht aufgenommen, obwohl es angezeigt wird. Die ganze Zeit jetzt? Mhm. Oh nö, das gibt's doch nicht. Minecraft hasst mich. Ich weiß es einfach.